Die Angeklagten demonstrativ in den Kleidern vom Tattag. Die Farbspritzer wohl Zeichen des Stolzes auf ihre Tat. Der 20-jährige Maximilian Hassold rechts nennt sich Vollzeit-Klimaaktivist, hat dafür sogar seine Erzieherausbildung unterbrochen und riskiert wohl, irgendwann für weit über 100.000 Euro Schaden am Brandenburger Tor mit aufkommen zu müssen. Trotzdem riskieren Sie das? Natürlich, also der Protest war ja auch für die Kinder, dass die Kinder später noch einmal lachen können. Also was soll ich den Kindern sagen, wenn ich es nicht gemacht hätte und wir in eine Klimahölle rasen? Wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommen würde, dass ich schuldig bin an der Sachbeschädigung und auch schuldig bin, die Zivilforderung zu begleichen, dann kann ich mir jetzt gerade durchaus vorstellen, eben die Schulden auch zu versuchen zu begleichen. Ich wüsste jetzt noch aktuell nicht davon, dass GroßspenderInnen oder so meine Strafen zahlen würden. Zunächst ein Strafprozess als erstes Kapitel juristischer Aufarbeitung. Zudem hat Berlins Senat bereits angekündigt, auch zivilrechtlich Schadensersatz geltend machen zu wollen. Rückblende 17. September. Mit Feuerlöschern voller Farbe besprühen Klimaaktivisten, hier der 21-jährige Angeklagte Jan Schweizer, das Brandenburger Tor. Mühsam versuchen Polizeibeamte, weitere Randalierer auf einem Mietkran aufzuhalten. Insgesamt 14 mutmaßliche Tatbeteiligte werden ermittelt. Der Schaden am Berliner Wahrzeichen ist erheblich. Und trotz intensiver Reinigungsversuche, möglicherweise auf Dauer. Stichprobe heute Nachmittag, 7 Monate nach dem Anschlag, sind noch immer Farbreste zu sehen. Gemeinschädliche Sachbeschädigung, so nun der Vorwurf im ersten von nach und nach 4 Prozessen gegen insgesamt 11 Verdächtige. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Reinigungskosten sich auf 115.000 Euro ungefähr belaufen werden. Es wird sicherlich Gegenstand dieser Hauptverhandlung sein, ob der Schaden tatsächlich so hoch oder gegebenenfalls sogar noch höher ist. Sie werden sich auf ein entbehrungsreiches Leben unter Umständen einstellen müssen. Das ist Ihnen bewusst? Ja, das ist mir bewusst. Also natürlich tut es mir leid. Es war auf jeden Fall nicht unsere Absicht, das Brandenburger Tor für so lange Zeit orange zu färben. Am langfristigen Schaden, so sieht das jedenfalls die Verteidigung, seien auch die Reinigungsfirmen schuld. Falsch gemacht wurde, dass ohne dass bekannt war, was für eine Farbe das ist, mit einem Hochdruckreiniger auf die Farbe raufgehalten wurde und dadurch die Farbe in den Sandstein, in die Poren des Sandsteins tiefer eingedrungen ist. Die Farbe, so wie sie benutzt wurde, wurde auch auf anderen Sandsteinobjekten benutzt. Die war wasserlöslich. Möglicherweise wird das Gericht nun einen Gutachter beauftragen. Der Prozess wurde deshalb ausgesetzt.